letzten Aufeinandertreffen in der Kasseler Rothenbachhalle musste sich die MT Melsung ganz schön strecken, ehe sie den Sieg gegen die Gallier von der Alb unter Dach und Fach hatten. Nicht so am gestrigen Dienstag. Vor 2617 begeisterten Zuschauern überrollte die MT den HBW Walingen-Weilstätten mit 31:20. Die bewegliche Deckung und ein glänzend aufgelegter Michael Appelgren führten immer wieder zu Ballgewinnen. Die Gegenstöße der MT landeten entweder im Balinger Tor oder konnten nur durch Fouls verhindert werden. Spätestens dann klingelte es wieder im Balinger Kasten. Von den 10 Toren, die Michael Allendorf in der ersten Halbzeit erzielte, waren 6 7 Meter. Angesichts zwei weiterer Spiele in dieser Woche wechselte MT-Coach Michael Roth in Halbzeit 2 komplett durch. Vucic, Rinic, Maric und Co. setzten das Torewerfen nahtlos fort. Ja, herzlichen Glückwunsch zum ersten Heimsieg der Saison. Du hast mit 11 Toren auch viel dazu beigetragen. Wie fandest du das Spiel? Ja, wir haben von Anfang an konzentriert gespielt, haben Balingen nie ins Spiel kommen lassen und sind dann schnell auf, bis zur Halbzeit auf 10 Tore weg gewesen und ja, haben den Sieg dann nach Hause geschaukelt, würde ich mal sagen. Ihr seid oft über den Kreis zum Torerfolg oder zum 7 Meter gekommen. Holt sich die Balinger Deckung dafür an? Ja, wir wussten vorher, dass gerade auf den Außenpositionen relativ kleine Spieler haben. Und da haben wir natürlich mit Felix einen kleinen Vorteil den Spielern gegenüber. Den haben wir natürlich angespielt dann und haben versucht, das auszunutzen. Und dann haben wir da natürlich viele Tore oder 7 Meter rausgeholt. Und ja, das wussten wir vorher und haben das dann auch gut umgesetzt. Balingen hat erst in der 44. Minute die 10-Tore-Marke geknackt. War eure Deckung so extrem stark oder war Balingen teilweise einfach ein bisschen einfallslos im Angriff? Ja, man muss auch dazu sagen, bei Balingen haben auch einige Spieler verletzt gefehlt und wir werden auch diese Saison andere Ziele haben als jetzt die Balinger Mannschaft und natürlich haben wir trotzdem ein gutes Spiel gemacht heute. Also wir haben konzentriert 60 Minuten gespielt und dann kann auch mal so ein Sieg mit 11 Toren in der Höhe ausfallen. Und ja, wir müssen sehen, dass wir weiter so erfolgreich spielen und uns weiter gut vorbereiten und dann hoffentlich am Freitag die nächsten Punkte holen und dann fahren wir nach Flensburg und gucken, was da geht. Ja, ich bin einfach zufrieden, weil wir haben einfach eine tolle Stadt auch hatten, also mit unserer Deckung, wie in Hannover zum Beispiel. Appelgren war heute auch Wahnsinn und ja, wir haben einfach sehr gut von der ersten Minute angefangen. Wir waren voll konzentriert, das war unser erstes Heimspiel. Das haben wir schon in der Kabine gesagt, dass wir unbedingt heute, egal wie, gewinnen müssen. Wir haben jetzt 2 Tage ein bisschen Zeit, das Spiel gegen Gummersbach schon vorzubereiten. Aber ich glaube, dass wir auf dem guten Weg sind und hoffentlich, dass wir auch so einen Start gegen Gummersbach haben werden.